Danke fürs Einschalten und ja, gern danke fürs Zuschauen. Und ja, wir alle sind heiß wie Frittenfett, noch knapp 10 Tage und dann kommt City Skylines 2. Für mich gab es in den letzten Tagen auch große News. Die Hardware-Anforderungen sind stark nach oben gesetzt. Das Release bisschen verschoben und das Release für die Konsolen stark verschoben. Auch für mich ist das super optimal, weil ich jetzt auch nicht den super Performance-PC habe. Wir machen hier mal Folgendes. Wir gehen mal die ganzen Angaben durch und machen hier oben mal einen Test. Den könnt ihr auch machen. Ich verlinke den dann unten auch mal. Da könnt ihr einfach mal checken, läuft euer System für die angegebenen momentanen Einstellungen, die Mindesteinstellungen, sowohl als auch die optimalen Einstellungen. Läuft das System damit? Könnt ihr euch Skylines bestellen oder nicht? Oder müsst ihr noch ein bisschen nachrüsten? Ich muss es tatsächlich tun. Unten sind dann die in den Beschreibungen die Links drinne. Da sind auch die Affiliated Links drinne für zum Beispiel CDs vorbestellen mit 20% Vorteil. Ja, guck mal rein. Alle sind mal heiß drauf, ne? City Skylines. Ich habe extra damit wieder angefangen, weil das Skylines 2 mich so geteasert hat. Habe ich richtig Bock drauf? Würde ich gerne spielen? Klar, neues Spiel, immer viel Herausforderungen, viel Engine und so weiter und so fort. Aber ich hatte gedacht, so, okay, ich werde es mit PC probieren und probiere es dann notfalls halt auf der Konsole. So, nun kam die Meldung raus. Deutliche Erhöhung der Hardware. Ja, wie ist es bisher? Die alte Mindestanforderung war, also das wird alle hier nicht jucken, das ist so, das wird wohl jeder hinkriegen, denke ich. Das ist okay, das ist dann schon eher so die High Performance. Arbeitsspeicher, da habe ich mal auch keinen Bock. Also wer heute noch mit 8 GB rumfährt, das ist für Games nicht ausreichend. Das passt. So, ich hatte mir extra diese Karte hier günstig gekauft, allerdings mit der 8 GB-Variante. Die ist eigentlich ebenbürtig zu der hier. Also ich hoffe, dass es damit läuft. Die werde ich einbauen noch, weil wenn wir in diesen Regionen hier gehen, ja, schauen wir es uns an, sind wir halt ratzefatze wirklich bei sehr, sehr teuren Preisen. Also da muss man schon Fan sein, um den ganzen Wups zu kaufen. Bei Skylines gibt es das ganze Ding halt auch nochmal. Hier unten stehen die Anforderungen. Da, das ist ungefähr das gleiche, ne? Also die Karte muss es mindestens sein. Weiß ich nicht, das ist okay. Gucken wir es uns gleich mal an. Kurzer Hinweis, gerne sowieso meinen Kanal abonnieren, das würde mich immer freuen. Hier sind viele, viele, viele Sachen, hauptsächlich zu Skylines, GT7, Railway Empire spiele ich auch sehr viel und viele, viele andere Sachen, Motorsport aktiv, Kart, Gedöns und so weiter. Lasst gerne den Like da, würde mich freuen, auch mal ein bisschen kommentieren und machen. Hier ist mein aktuelles Video über Skyline 2. Der Weg dahin sozusagen, weil ich habe ja extra Skyline 1 nochmal angefangen. Ja, Flughafen, U-Bahn, S-Bahn und so weiter, das probiere ich hier aus. Wie gesagt, wer Bock hat, bestellt sich das hier, kann ja 20% sparen. Aber auch die Leute, die sagen, ich möchte erstmal Skyline 1 nochmal probieren. Das sind super Angebote hier. Link gibt es unten, MMOGA steht bei mir unten mit drinne. So, ja. Kann ich das spielen, das Spiel oder nicht? Mir wurde, das müsst ihr auf eigenes Risiko machen, also mir wurde es in der Community empfohlen. Hab's hier probiert halt hier. Eigentlich easy. Den Link verlinke ich unten. Du gibst hier unten einfach nur ein, was du haben willst. City Skyline 2. Can you want it? Dann legt er los und erzählt dir halt, was du brauchst, was du nicht brauchst. Er wird dir hier kurz was runterladen in den. Ja, Cookie oder irgend sowas, das musst du bestätigen. Rufst das hier unten, also dann geht hier noch ein Fenster auf. Ich habe keine Schadsoftware irgendwas gefunden. Ich kann nicht abraten. Das müsst ihr selber abschätzen. Ne? Bei mir ist jetzt halt so, alles gut. Ne? Minimum, wups, würde hier funktionieren. Also das 6-7 brauchst du, das habe ich. Es ist halt nicht so super crazy krass gerade, aber. Es wird funktionieren. Ich habe 24 GB, der braucht 8 Windows, das passt. So, wo es bei mir scheitert, ist, ja, ich habe nur die GTX 660 und das klappt nicht. Aber ich hoffe, mit der neuen wird es klappen. Werde ich auch direkt die Tage mal ausprobieren. Passt das so? Wie kommt? Das ist nämlich meine, also für die
Empfehlungen sozusagen, bin ich auch deutlich raus. Ne? Ich habe eine i7 zwar, aber eine 5.8er und die brauchen eine 12.6er. Kann man alles nachbestellen, kann man kaufen, kann man umbauen, aber halt schon heftig Geld nur für das Spiel ausgeben, ist krass. Also die Karte, ich habe mir halt, wie gesagt, die. Warte, wir hatten es hier. Die hier habe ich mir geholt mit 8 GB. Für wirklich einen guten Preis, gebraucht, mit Garantie von einem Händler. Ja, denke, das passt. Also, checkt euch das hier durch, ob es klappt oder nicht. Ich werde es auch mit meiner neuen Grafikkarte die Tage probieren. Lasst mir gerne ein paar Likes da für den Kanal und auch für meine Videos. Und dann würde ich mich echt interessieren, wie ist es bei euch? Klappt es bei euch? Habt euer PC genug Performance oder nicht? Und ja, dann vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und wir sehen uns ja dann irgendwie wahrscheinlich spätestens am 24.10. wieder, wenn wir uns auf unserem Channel treffen und in unserem Kanal Skylines 1 und 2 die ersten Sachen für Cities Skylines 2 anschauen. Ich bin echt gespannt, freue mich so auf das Spiel. Habe jetzt echt viel geübt, nochmal mit dem Skyline 1, kann ich echt euch auch nur ans Herz legen. Man lernt so viel nochmal, gerade die S-Bahn-Verbindung, die U-Bahn-Verbindung, jetzt auch die ganzen Zusammenhänge, Wirtschaftskreisläufe und so weiter und so fort. Den Verkehr managen, das ist halt echt ein Hauptproblem in dem ganzen Ding. Den Fehler, das ist mir heute aufgefallen, habe ich heute gelesen irgendwo. Kleiner Tipp, Anfängerfehler, bei mir auch. Wie macht man es denn? Ich mache es auch so, ich baue die Straßen, bla bla bla, und dann lege ich mir hier so ein riesen Cluster an mit einmal alle Einwohner. Und dann ziehen hier alle irgendwie gleichzeitig ein und dann hast du nämlich das Problem, die altern dann. Irgendwann sind die 50, 60, 70, 80 Jahre und dann krepieren die alle mit einmal weg. Und dann hast du das Problem, dass du auf einmal, ab von jetzt auf gleich, musst du unheimlich viele Tote bewältigen. Für eine ganz kurze Zeit, das brauchst du gar nicht. Deswegen baust du dann unheimlich viele Krematorien, bla bla. Nicht nötig. Lieber wirklich so machen, hier so ein bisschen, da so ein bisschen, da so ein bisschen, da so ein bisschen, da so ein bisschen. Nach und nach die Gebiete füllen. Dann ist die, ne, dann ziehen die hier ein, die ziehen hier ein mit 20, die ziehen dann ein, dann sind die hier schon 25, dann ziehen die mit 20 hier ein. Wenn die einziehen, 20, sind die hier schon 30 und so weiter und so weiter. Und zack, sind die hier 20 und die schon 50 Jahre alt, ne, die Einwohner. Und dementsprechend verteilt sich das alles ein bisschen. Also die Bildungsnachfrage ist nicht so sprunghaft da. Das ist alles ein bisschen smoother und du sparst im Endeffekt viel, viel Infrastruktur und viel, viel Geld. Diesen Fehler habe ich eigentlich bei jeder Stadt bisher gemacht. Das habe ich heute irgendwo gelesen in der Community und bin dir für diesen Tipp richtig, richtig dankbar. Das muss ich nochmal echt probieren, aber ich glaube, da kann man viel machen. So, danke fürs Zuschauen. Klickt ein bisschen rum, schaut ein bisschen rein. Haut rein, nutzt die Links unten und wie gesagt, bestellt es gerne vor über den Link. Das kostet euch nicht mehr. Bringt euch aber 20% Rabatt. Viel Spaß und bis bald. So, und da sieht man wieder, dass ich es halt nicht professionell mache, oder? Ich habe die Konsole völlig vergessen. Das ist ja bei mir auch ein Riesenpunkt. Ich hätte super gerne Cities Skylines 2 auf der Konsole gleich gespielt, auf der PS5. Klar, da fehlen mir die Moods, die du da nicht einpflegen kannst und so, aber du hast halt eine sehr, sehr festgelegte Hardware. Und ja, das scheint aber auch dem Entwickler hier ein bisschen zum Problem zu werden. Das Problem ist, ursprünglich sollte ja Xbox und auch die PS5-Version auch am 24. Oktober kommen, ist aber verschoben worden in den Frühling 24. Also halt schon fast ein halbes Jahr, kann man sagen. Ne? Auch bei Amazon, wenn du es da bestellen willst, ist der Artikel jetzt erstmal auf 31. Dezember geschoben. Ja, also, ups. Für die Konsolenleute, wie auch für mich als Alternative, wo ich sage, ich möchte jetzt halt nicht so viel in den PC stecken, das wird nicht funktionieren, da müssen wir uns lange gedulden. Also ich denke wirklich das halbe Jahr und ob die es dann echt schaffen. Werden wir sehen. Ich könnte auch noch mal detaillierter darauf eingehen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen ins Thema, woran es liegt. Also sowohl beim PC als auch bei der PlayStation und sowas dann halt. Beim PC ist hauptsächlich so, dass gewisse Grafiksachen nicht auf diese Mehrkernprozessoren zugreifen können. Das heißt also, die Performance des Chipsatzes wird gar nicht optimal ausgenutzt. So sagt man, ob das nun so ist. Dahingestellt, ne? So ist jetzt halt so der,
Informationsfluss. Aber halt wirklich schade für Konsolen. Also alle, die es live spielen wollen, so wie ich, müssen wir uns auf den PC stürzen. Danke nochmal fürs Zuschauen. Hier ist eben der Nachschlag. Nochmal Hinweis, unten links nutzen und gerne liken, kommentieren, was das Zeug hält und ja.